Okay, der Titel ist schon mal sehr verwirrend und klingt komisch. Rasenmähermann? Was? Da hilft es natürlich zu wissen, dass es auch auf den gleichnamigen Film basiert. Gut, haben wir also den seltsamen Namen und das Cover erklärt, aber wie spielt es sich? Ist es eine lieblose Lizenzverschärfung oder fängt es die Vorlage gut ein? Was taugt der Rasenmähermann für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von The Sales Curve entwickelt und von Storm bei uns in Europa 1993 veröffentlicht. In den Super Nintendo wurden fast alle gängigen Systeme der Zeit mit einer Version versorgt, darunter sogar unter anderem der Sega CD, der Game Boy und der PC. Das Spiel setzt bei der Hintergrundgeschichte direkt nach dem Film ein. Der fiesling Job hat sich in einen Computer transferiert und zerstört dort so Computersysteme rund um die Welt. Ihr übernehmt die Kontrolle von Dr. Angelo und müsst diesen Treiben natürlich ein Ende bereiten. Im Kern ist das Spiel ein Action-Plattformer. Ihr übernehmt die Kontrolle von Dr. Angelo oder die aus dem Film bekannte Carla Parkett und ballert euch durch die verschiedenen Level. Allgemein erwartet euch dort die gewohnte Standardkost. Ihr startet mit einer relativ schwachen Mumme und sammelt natürlich auf eure MIG Upgrades ein, womit sie natürlich auch stärker wird. Auch bei den Upgrades erwarten euch jetzt keine besonderen Varianten, sondern solide Standardkost. Die Umsetzung dieses One-and-Gun-Parts ist aber allgemein eher schlechter als recht geraten. Es fehlt das Gefühl für die Waffen und ihr könnt nur nach links oder rechts schießen. Wenn man sich Titel wie Probotector im Vergleich ansieht, stinkt der Rasenmähermann doch enorm dagegen ab. In jedem Level stellt sich dabei auch ein Zwischenboss und natürlich am Ende noch ein Boss in den Weg. Außerdem gibt es ab und zu auch mal kleinere Knobeleinlagen für extra Leben oder Punkte. Die sind ganz nett, braucht man jetzt aber auch nicht unbedingt. Manchmal gibt es in diesen Spielabschnitten zur Abwechslung auch mal Fahrzeugsequenzen. Hier steuert ihr euer Gefährt aus der Vogelperspektive und ballert euch den Weg frei. Klingt erstmal alles relativ langweilig, oder? Wenn ihr jedoch den normalen One-and-Gun-Level abgeschlossen habt, verändert sich das Spiel danach drastisch. Dann starten die Virtual Reality-Level, die dann noch einmal ganz anders sind. Euch erwarten da zum Beispiel eine Art Ego-Shooter oder ihr steuert ein Raumschiff aus einer Rückenperspektive. Das bringt dann nochmal einiges an Abwechslung hinein, da sich jeder der vier VR-Abschnitte anders spielt. Komplette Bewegungsfreiheit habt ihr allerdings natürlich nicht. Man merkt auch dort, dass das Super Nintendo etwas an die Grenzen stößt. Es ist einfach nicht für 3D gemacht und das merkt man vor allen Dingen daran, dass hier die Steuerung durchaus hakeliger ausfällt, während sie in den normalen 2D-Abschnitten durchaus gut umgesetzt ist. Außerdem sind diese Abschnitte teilweise so kurios, dass ihr einfach gar nicht wisst, was ihr überhaupt machen sollt. Das Spiel ist von Schwierigkeitsgrad her nicht gerade einfach und vor allem die späteren Level sind relativ schwer zu meistern. Da schmerzt es doch umso mehr, dass es weder eine Speicher- oder wenigstens eine Passwortfunktion gibt. Da wäre doch sicherlich mehr gegangen. Irgendwann gibt es aber einen Level-Select-Sheet und die Story wird in schön gescheiterten Zwischensequenzen weitererzählt. Die Grafik, naja, die ist nun wirklich nichts Besonderes. Die 2D-Einlagen sind solide gestaltet, bringen jetzt aber nichts Großartiges auf den Tisch. Die 3D-Einlagen sind technisch schon besser. Der Sound ist sogar noch schlechter einzuschätzen. Total vergessbar und komplett überflüssig. Vor allem die Waffensounds enttäuschen, da die Knarre eher wie eine Spielzeugpistole klingt. Was taugt der Rasenmähermann für Super Nintendo also heute noch? Das Cover und der Titel haben mich schon immer verwirrt. Was steckt dahinter? Das sieht so abgedreht aus. Das Spiel hat mich jedoch etwas enttäuscht. Euch wird hier zwar solide Kost geboten und die 3D-Abschnitte sind verwirrend, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel okay. Jedoch kein Must-Have. One-and-Gun-Fans können hier auf jeden Fall mal reinschnuppern, erwartet aber echt nichts Tolles. Mir persönlich hat es keinen Spaß gemacht. Das war der Test zum Rasenmähermann für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.